Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 23. Juni 2017. Mein Name ist Norbert Gieso. Heute auch mit den astrologischen Aussichten für das kommende Wochenende. Und das liegt ganz im Zeichen des Krebses. Denn nachdem die Sonne jetzt im Krebs ist, hier jetzt genau auf 2 Grad Krebs, wird auch der Mond morgen am Sonnabend bzw. in der Nacht zum Sonnabend in den Krebs eintreten und es kommt dann zum Neumond im Krebs, was ich ja gestern beim Tageshoroskop schon erläutert habe. Und dieser Mond im Krebs bleibt dann das ganze Wochenende erst in der Nacht zum Montag. Um kurz nach Mitternacht geht dann der Mond in den Löwen. Schauen wir uns das mal im Zusammenhang an. Heute ist der Mond noch im Zwilling und läuft auf die Sonne zu. Es kommt also wie gestern, kommen also die Energien von Sternzeichen Krebs und Sternzeichen Zwilling zusammen. Was eben bedeutet, hier ist eine starke Aktivität, zumindest unbewusste Aktivität im Zeichen Zwillinge, was eben bedeutet, hier wird viel gedacht, hier wird viel geredet. Hier geht es darum, zwischen den Gegensätzen unterscheiden zu lernen, die Dinge bezeichnen zu lernen. Hier ist eine Menge Bewegung drin, während der Krebs stärker in die Emotionen geht, weniger im Mentalen sitzt, sondern mehr im Emotionalen sich aufhält. Hier geht es um Gefühle, hier geht es darum, die Dinge zu erfühlen, hier geht es um emotionale Verbindung, um emotionale Sicherheit. Und diese beiden Energien gilt es heute zusammenzubringen, wenn wir nicht sozusagen immer zwischen diesen beiden Polen hin und her switchen wollen. Dabei gilt es halt, sich nicht zu viele Sorgen zu machen, sondern auch die Dinge gelassen abzuwarten, weil meistens kommen viele Dinge nicht so schlimm, wie wir es uns ausdenken können, wenn unsere Gedanken eben von furchtsamen Gefühlen genährt werden. Heute Nachmittag um 14.31 Uhr steht der Mond in Opposition zu Saturn. Das bedeutet, so zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ist hier so eine gewisse Hemmung zu sehen. Mond-Saturn kann auch eine Hemmung des Gefühls sein oder viel Arbeit oder Verantwortung. Am Abend um 22.15 Uhr ist dann der Mond im Quadrat zu Chiron. Hier müssen wir aufpassen, dass es nicht zu emotionalen Verletzungen kommt. Dann kurz nach Mitternacht am Sonnabend um 0.07 Uhr wechselt der Mond in den Krebs und ist damit auch sehr dicht schon bei der Sonne, sodass es dann um 4.31 Uhr zum Neumond im Krebs kommt. Sonne und Mond verbinden sich. Der alte Sonne-Mond-Zyklus endet und ein neuer Sonne-Mond-Zyklus beginnt. Der Mond wandelt sich vom abnehmenden Mond zum zunehmenden Mond. Das alles im Zeichen Krebs. Der Mond erreicht dann um 10.13 Uhr den Merkur, ist dann schon zunehmend. Morgens also eine gewisse auch mentale Aktivität im Zeichen Krebs. Der Neumond im Krebs wirft ebenso grundlegende Fragen auf wie: Wo fühle ich mich emotional verbunden? Wo fühle ich mich emotional sicher? Wo fühle ich mich zu Hause? Was ist meine wahre Familie? Wie kann ich es schaffen, dass ich mich in mir, in meinen Emotionen zu Hause fühle? Am Samstag perfekt ist dann auch das Trigon der Venus zum Pluto, was eben auch mit harmonischer Wandlung betitelt werden kann. Hier kann vielleicht auch ein Schritt nach vorne in Partnerschaften gemacht werden. Abends dann um 21.09 Uhr ist der Mond auf Mars. Hier kann es abends zu kurzfristigen, sondern abends zu kurzfristigen Beunruhigungen kommen. Und auch am Sonntag dann der Mond im Zeichen Krebs. Am Sonntag wird dann noch exakt das Quadrat des Mars zum Jupiter, was sich auch übers Wochenende hin ankündigt, was einerseits bedeuten kann, dass einem viel gelingt, es geht einem vieles glücklich von der Hand, wenn man es denn nicht
übertreibt und zu viel will oder sich übernimmt. Wie gesagt, der Mond dann am Montag in der Nacht zum Montag, kurz nach Mitternacht, geht dann der Mond in den Löwen, ist dann auch schon zunehmend und dann sind wir bereits in der nächsten Woche, wo es dann wieder ein Tageshoroskop geben wird. Ich wünsche uns allen einen schönen Freitag und ein tolles Wochenende und sage Tschüss, bis zum Montag.